Propagandamaschine. Ah, das ist so ein Funkturm dann, wa? Hier mal noch ein Blümchen. Sind das Heilpflanzen oder was ist das? Violettes Blatt? Ich werde mal gucken. Herstellung. Spritzentasche. Nee. Ich kann ja gar keine herstellen. Gar keine Spritzen. Finden die Spritzen nur noch? Trage bis zu 4 Spritzen jeder Art mit dir. Fähigkeiten ist ja das. Tasche. Oder kann ich es einfach noch nicht? Vielleicht kann ich es einfach auch noch nicht. Oh, unsere erste Seilwinde hier. Oder Seilrutsche. Jeha! Oh Gott, ist sie steil. Würde das denn echt überhaupt funktionieren? Was tut er? Ist alles in Ordnung? Ach, das ist ein... Sowas gibt's auch an Verkäufer hier? Seid ihr böse? Nee, ne? So. Ich würde sagen, das erste Fahrzeug, Fahrzeugsteuerung. Standardsteuerung, bla 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 bla. Fahren, schießen, ja ja. Man fährt und schießt, ne? Fahrhilfe an? Was ist denn Fahrhilfe? Okay, ich akzeptiere einfach mal. Wow, wilder Hippie. Ich wusste nicht, dass es hier Hippies auf den Straßen gibt. Hier links scheint er doch schon zu sein. Ah! Fährt der automatisch oder was war das? Hat doch kaum gedrückt. Bitte, bitte nicht sowas jetzt hier. Das, okay, vielleicht sollte ich auch irgendwann absteigen und nicht bis direkt vor die Tür fahren. Hallo? Hier ist irgendwas, ne? Enterhaken. Geilo. Den können wir eben durchsuchen. Der ist hier anscheinend auch runtergeplumpst. Ne, ne. Das ist unser Heildings, das ist voll. E, um Kletterhaken zu benutzen. Okay. Dann können wir springen, ja, springen ist normal, ne? Können wir so. Ui. Ui. Ah, okay. Müssen wir bestimmt später noch über irgendwelche Löcher in Bergritzen springen. Wenn man das so sagen kann. What the fuck? Ah, okay. Oha. Huh? Okay, okay. Okay, vielleicht doch nicht. 4? Was ist denn 4? Das ist bestimmt ducken, ne? Hoppa! Ja, genau. Geil, das hat schon mal funktioniert. Das ist ja eine geile Mechanik. Das ist wie damals bei Worms Armageddon mit dem Ninja-Seil. Wenn man mit dem Ninja-Seil umgehen konnte, dann war man ja schon mega krass unterwegs. Und jetzt muss ich mich schon von Haken zu Haken schwingen. Huh. Okay. Ich dachte, es geht schneller. Ich weiß noch nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Oh Mann. Naja. Probieren wir es halt nochmal. Ist ja nicht wie früher. Hä? Wo bin ich denn hier jetzt? Ah, jetzt bin ich hier unten wieder. Okay. Hätte schon gedacht, dass sie die Speicherpunkte näher zusammensetzen. Auf einmal steht hier eine Pflanze. Ich hab's aber schon, ne? Nee. Oh, das ist ja schon ein bisschen nervig. Und was auch nervig ist, in der ersten Folge, ich habe ja wie gesagt vorher schon eingestellt ein bisschen, wie das alles funktioniert mit der Lautstärke und so. Und
da, das habe ich auch schon vorher gelesen im Internet, habe ich gemerkt, dass man die Zwischensequenzen nicht überspringen kann. Weil im Spiel möchte ich sowieso nicht. Aber... wow. Aber wenn man das einstellt und immer wieder das angucken muss, dann ist das schon hilfreich eigentlich. Wenn man die überspringen kann. Ubisoft, was habt ihr euch da ausgedacht? So, wir schwingen uns jetzt erstmal daran. Ach, ich muss direkt von hier, okay. Das habe ich nicht gesehen vorhin. Hat er nicht gesagt, hier sind keine Gegner? Steht er da? Bleibt er da stehen? Ich hoffe mal. Geh mal ein bisschen im Busch hier. Na? Hat aufgehört zu reden. Oder nicht? Okay. Das hat ganz gut funktioniert. Da war aber noch einer, oder? Warum sagt er mir schon wieder Fähigkeiten? Wir können doch gar nichts. Doch, wir können was. Ach, das... ah, okay, ich sehe schon. Die sind leicht blau, da sieht man, was ein Erfahrungspunkt kostet. Das gab es vorher auch nicht in Far Cry 3, dass Fähigkeiten 2 Punkte kosten. Aber, ja, mal gucken. Wirklich Ziele und schieße mit der Seitenwaffe, während du eine Leiche bewegst. Fahrzeuge schalten halt mehr Schaden aus. Erleidest weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht. Doppelt so viel Blätter. Das gefällt mir. Feuer, wenn es immer noch so ist, macht ja viel Schaden. Ah, da ist er. Die gucken ja extra weg schon. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Heimatschutz. So. Glockentürme. Reiche Spitze Glockenturms, um Pergamins Propagandasignal zu stören. Ach so, Propaganda. Da war doch noch ein Plakat, was blinkt, ne? Ah, die können wir abreißen. Okay, 150 Plakate. Interessant. Diesmal sind es also keine Funktürme, sondern Glockentürme, die aus Brettern zusammengenagelt sind. Das kann deutlich brüchiger werden. Ja, ja. Oh. Nähzeug. Endlich kann ich nähen. Nähen. So. Funktürme haben wir ja in Far Cry 3 schon ganz gut Spaß gemacht. Vor allem, weil man danach die Karte sehen konnte. Und hier ist es auch noch geschickter gemacht mit der Map. Da man ja, wie ihr schon gesehen habt, Wolken sieht und nicht nur so komisches blaues Gebiet. Ihre Einmischung könnte den Betreffenden
Händler ersparen. Zögern Sie nicht. Helfen Sie, bevor es zu spät ist. Gepagert wird schließlich wie alle Erleuchten. Ah. Komm ich hier immer noch nicht durch? Was ist hier los? Na egal. Wie komme ich hier höher? Ah, hier. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Hab's aber wieder vergessen. Ah, hier müssen wir den sicherlich ausschalten. Hier haben wir noch eine Kiste. $10.000. Oder K. Was ist das denn? Kyratinesen? Okay, vielleicht gehe ich doch mal rum. Halt die Klappe. Ja. Ein von 17 befreit. Das ist geil gemacht. Ah, siehst du, da lichten sich die Wolken doch. Können wir auch ein bisschen zurückzoomen? Wie groß ist denn das Gebiet insgesamt? Ziemlich groß, ich kann nicht mehr rauszoomen. Okay. Das war der Anfang bestimmt hier. Banapur, oder? Oder war das das Dorf? Ich weiß es gerade nicht. Ja, und auf jeden Fall müssen wir auch aufpassen. Hier gibt es ja jede Menge gefährliche Tiere, ne? Ja. Hier soll noch eine Kiste sein. Irgendwo. Unter mir vielleicht? Oder noch tiefer? Ah, wir haben wieder einen Fähigkeitspunkt. Na, wenn wir nicht alle Kisten mitnehmen, das haben wir ja schon letztes Mal gemerkt, ist es auch nicht so schlimm. Ich nehme... Was nehme ich denn? Nehme ich doch nicht. Was kommt hier danach? Freizeitschütze, bessere Treffsicherheit, schweres MG. Ach, ich weiß nicht. Ich mach mal das Auto erst. Ich fahre ja mal wie so eine besenkte... Ich komme doch bestimmt... Ich gehe noch mal... Hallo? Ich gehe noch mal hoch. Sorry. Ich komme doch bestimmt mit dem Seil direkt wieder zurück, oder? Ecke, hier ist Zabal. Gute Arbeit bei dem Turm, Bruder. Wir senden jetzt auf der Frequenz und können den Menschen die Wahrheit sagen. Boah, ey. Ich brauche Hilfe. Ich brauche hier dringend Hilfe, und zwar schnell. Was? Eine Fahrt benötigt schon. Kann mich jemand hören? Wir brauchen hier dringend Hilfe. Hallo? Wind, bist du das? Hier ist niemand, ach, der so heißt. Upala. Verdammt! Er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ein Moment. AJ, genau, ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzone. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichern. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Sorry, ich denke, wenn das ein richtiger Auftrag ist, werden wir den wohl in der nächsten Woche erst erledigen können. Habe ich hier meine Mission eigentlich irgendwo? Fortschritt. Kampagnenmission. Die vierte schon von 32. Okay. Okay. Waffen. So viele Waffen gibt's. Meine Phrase. Auge um Auge. Oh Gott, kann man ja viel machen. Ich weiß nicht. Was meint ihr denn? Soll ich so viel wie möglich mitnehmen? Oder soll ich auf die Hauptmission mein Augenmerk setzen? Was sind das überhaupt für Punkte? Besondere Missionen? Oder muss ich dafür vorher was erledigen noch?
Wir werden es alles demnächst erfahren. In der nächsten Woche, wenn es weitergeht mit Far Cry 4. Und am Wochenende mit SG Folge 99 und 100. Seid gespannt auf alle diese tollen Sachen. Ja! Yeah! Bis dann. Tschüss!